Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 4, Tag 1. Hallo, 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 Freunde. Wir sind bereits im 4. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Mal sehen, ob wir das ganze Kapitel in Angriff nehmen. Ich meine natürlich den ganzen Brief. Ich kann es nicht versprechen. Wir werden sehen. Das Einzige, das ich versprechen kann, ist, dass Jesus seine Gemeinde baut und dass er wiederkommt. Das kann ich versprechen. Vers 1 in Kapitel 4. Ihr sollt uns also nicht als Leiter von Gruppierungen wahrnehmen, sondern als Diener des Gesalbten. Mir gefällt sehr, wie Paulus das sagt. Der Apostel Paulus bringt es immer so schön auf den Punkt. Er ist so fokussiert auf Jesus. Und genau hier sagt er: Hört auf, uns als Leiter von Gruppierungen zu betrachten, also kleinen Gruppen von Menschen. Es ist wirklich interessant, wie ein großer Teil der Gemeinde ihre Leiter als Leiter von Menschengruppen betrachtet. Denk darüber nach. Eine Gemeinde von 100 Leuten ist eine winzig kleine Gruppe im Vergleich zum ganzen Leib Christi. Hier fügt es Paulus in das Gesamtbild ein. Er sagt: Wir sind nicht Leiter von Menschengruppen, wir sind Diener des Gesalbten. Als ich verstanden hatte, dass ich ein Diener Jesu bin, war das ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich sage euch, warum es mein Leben verändert hat, denn viele Jahre meines Lebens, in denen ich Jesus diente, verspürte ich einen sehr starken Druck, den Menschen zu dienen. Ich glaube, dass Leiterschaft im Reich Gottes und in der Gemeinde dienende Leiterschaft sein muss. Ich glaube, dass jeder, der es nicht liebt, Menschen zu dienen, sich für die Leitung disqualifiziert. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein Diener der Menschen bin. Ich bin ein Diener von Jesus Christus, der Menschen dient, weil Jesus Menschen liebt. Weißt du, was der große Unterschied ist? Ein Diener muss tun, was der Herr ihm sagt. So einfach ist das. Wenn ich also ein Diener der Menschen bin, muss ich tun, was die Menschen mir sagen. Die Menschen üben also Druck auf mich aus und ich muss tun, was sie mir sagen. Und das war am Anfang so schwer für mich, aber sobald ich verstanden habe, dass ich ausschließlich ein Diener Jesu Christi bin, bin ich aus Liebe zu Jesus und zu den Menschen gerne bereit, den Menschen zu dienen. Aber sie besitzen mich nicht, ich gehöre Jesus. Nur wer wirklich sein Diener ist, kann tatsächlich anderen Menschen dienen. Lass es mich dir erklären. Es gibt so viele Menschen in christlichen Kreisen, die denken, dass sie anderen Menschen dienen, dass sie der Gemeinde dienen, dass sie den Brüdern und Schwestern dienen, aber in Wirklichkeit tun sie das nicht. Woher weißt du das? Weil der wahre Dienst am nächsten aus einem freudigen, glücklichen und zufriedenen Herzen kommt. Es geschieht nicht aus der Angst heraus, abgelehnt zu werden, wenn man nicht dient. Es geschieht nicht aus der Angst heraus, was die Leute denken, wenn man nicht dient. Das sind alles keine Beweggründe. So viele Menschen, die in der Gemeinde dienen, sind frustriert, sogar nachtragend, wütend und verbittert, weil sie nicht wirklich aus der richtigen Motivation heraus und mit dem Herzen eines Dieners gedient haben. Sie dienen, weil sie das Gefühl haben, dass sie verpflichtet sind, allen zu dienen. Aber Paulus sagte ihnen: Hört zu, wir sind die Diener Jesu Christi. Ihr werdet uns nicht zu dem machen, was ihr aus uns machen wollt. Das werdet ihr nicht tun. Wenn ich also von den Menschen als ein Diener Jesu wahrgenommen werde, was bedeutet das? Es bedeutet, dass meine Befehle von Jesus kommen, nicht von den Menschen.
Es bedeutet, dass niemand Druck auf mich ausüben und mich zwingen kann, Dinge zu tun. Was ich tue, tue ich freiwillig und aus einem freudigen Herzen heraus, weil mein Jesus mich bittet, es zu tun. Vor kurzem hat mich Jesus gebeten, etwas zu tun, das sehr viel Aufopferung verlangte. Wenn ich im Natürlichen darüber nachdenke, war es sogar etwas, das gar keinen Sinn machte, es zu tun. Und als ich mich entschied, dass Jesus das von mir will, da habe ich es getan. Dann passierte Folgendes. Die Leute, die davon wussten, dachten, dass es ein sehr großes Opfer ist. Es ist etwas sehr Anstrengendes. Und das war meine Antwort, die ich zurückgeschrieben habe. Ich sagte, nein, es ist nicht anstrengend. Zu lieben ist ein Privileg und es ist nicht anstrengend. Wenn wir Diener Jesu sind, dann ist es ein Privileg, dass wir Menschen dienen können, wenn Jesus uns sagt, den Menschen zu dienen. Aber wir tun das nicht, weil die Menschen verlangen, dass wir ihnen dienen, sondern weil wir Jesus nachfolgen. Siehst du den Unterschied? Bist du also ein Diener Jesu oder ein Sklave der Menschen? Ein Sklave der Menschen zu sein bedeutet, einen sehr, sehr hohen Preis zu bezahlen. Du wirst nie in Frieden leben. Es wird immer Menschen geben, die wütend auf dich sind. Du lebst immer in Anschuldigung und Selbstverurteilung. Diener von Jesus haben Frieden, weil sie wissen, dass sie ihm antworten und niemandem sonst. Wir sehen uns morgen.